Hallo Shiva Crew, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir auf jeden Fall zu DM fahren. Also ich werde einen kleinen DM Live-Haul drehen. Das heißt, wir gehen zusammen einkaufen, zusammen ein bisschen shoppen. Ich möchte heute hauptsächlich ein bisschen so Neuheiten abfilmen, was es alles so Neues gibt. Nicht nur abfilmen, ich möchte natürlich auch was shoppen. Aber den Haul, also was ich denn geshoppt habe, mache ich natürlich wieder separat. Also da gibt es ein separates Video zu. Und ja, wie gewohnt, wie immer. Ja, gib dem Daumen auf jeden Fall ein Video nach oben. Wie immer. Und ja, drückt die Glocke, abonniert mich. Ich rede mal wieder Scheiße. Ich würde sagen, ich trinke meinen Kaffee jetzt aus. Und dann fahren wir zusammen los zu DM und gehen ein bisschen shoppen. Bis gleich. 2 hours later. So, dann lass uns mal zusammen zu DM reingehen. Ich bin schon richtig gespannt auf die Neuheiten, was wir da so alles haben. Und dann habe ich hier als erstes gleich so einen Aufsteller gefunden. Ich mag ja Dresdner Essence total gerne. Hier ist so ein Aufsteller von Dresdner Essence. Hier haben die so viele Duschgele, also so viel Auswahl. Ich weiß jetzt gar nicht, hatten die schon immer Duschgel gehabt? Guck mal, hier haben sie auch so ein Früchtetraum-Duschpeeling. Also ich glaube, die hatten bisher doch nur so Badezusätze, oder? Ich weiß nicht. Schreibt mir das gerne mal, ob das jetzt neu ist. Auf jeden Fall haben die hier richtig Auswahl, muss ich ja mal sagen. Haben die auch sogar so eine feste Duschpflege, aber sowas benutze ich ja jetzt nicht so. Oh, guck mal, hier unten habe ich noch was Neues gefunden von Ghoul. So eine 30 Sekunden Intensivkur. Das muss ich ja auch mal ausprobieren irgendwie. Und das habe ich auch noch nie gesehen irgendwie. Hier für 95 Cent, das sieht voll süß aus. Dieses Shampoo mit Rosenwasser, kennt ihr das? Also ich habe das bisher noch nicht gesehen. Hier, das sieht so ein bisschen aus wie mein Duschöl. Das werde ich auch, glaube ich, mal ausprobieren. Ja, hier haben die so feste Haarseife. Guck mal, einmal mit Avocado. So eine Spülung, kenne ich auch noch gar nicht. Spülung als feste Seife oder feste Shampoo, okay. Sag mal, habt ihr das schon mal benutzt? Also ich habe noch nie feste Seife oder sowas benutzt, also als Shampoo. Dann haben die hier von Alverde auch so eine Repair-Spülung. Die sehen auch alle ganz ansprechend aus. Ich glaube, Alverde muss ich auch auf jeden Fall mal testen. Hier das Lilane kenne ich auch noch nicht. Mit Avocado finde ich ja auch immer richtig gut, ne? Was ist das? Ja, also wie gesagt, ich muss mich bei Alverde echt mal durchprobieren. Da habe ich noch gar nichts von getestet. Das ist ja auch richtig gut. Aber 5,75 finde ich dann auch immer heftig. Ich habe so viel Haarshampoo, aber das ist eine mega gute Reihe auf jeden Fall. Also die Haarkuren davon sind wirklich mega gut. Oh, guck mal, hier bei der Lippenpflege gibt es sogar diese Clementine. Das wusste ich auch. Das gibt es ja so viel. Mal alles für 65 Cent. Da muss ich mir auf jeden Fall auch was mitnehmen. Aber ich möchte mit so Lichtschutzfaktor. Weil da, ach, guck mal, da Cookies gibt es auch. Aber das riecht mir zu heftig, diese Reihe mit den Cookies. Ja, wie gesagt, also ich suche eine Lippenpflege auf jeden Fall mit Lichtschutzfaktor, weil ich da bisher irgendwie nie drauf geachtet habe. Aber guck mal, sogar das gibt es hier. Set your mind free. Das sind ja die ganzen Reihen, die sie auch als Duschgel haben, haben die hier auch als Lippenpflege. Richtig cool. Jetzt sind wir hier bei den Masken, die finde ich ja ganz interessant. Und guck mal hier, die für 1,95, die Limited Edition, die finde ich auch richtig süß. Oder hier die mit Set Your Mind Free. Ist ja auch neu, 95 Cent. Oh, voll hübsch finde ich das. Finde ich die Verpackung mal wieder. Und nebenan auch das hier. Ist auch neu, 95 Cent. Richtig schön, diese Juicy Melon Puffmaske. Ja, da sind wir halt echt Verpackungsopfer, ne? Hier Balea Milky Kokos. Glaube, ich nehme die mal mit nachher. Ich denke mal schon, diese Retinolmaske und die Hyaluronmaske hier, die habe ich auch immer zu Hause. Die finde ich richtig gut. Also die zeigt auch richtig Effekt. Dann diese Hanftuchmaske, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die habe ich, glaube ich, auch schon 2 oder 3 Mal nachgekauft. Genauso wie diese Hydrogel-Gesichtsmaske. Die ist zwar ein bisschen dünn, aber dazu gibt es auch diese Augenpads. Finde ich mega. Dann Lippenmaske. Augenpads, ja, Lippenmaske habe ich jetzt noch nicht ausprobiert von Balea. Da hatte ich immer die von Action. Hier ist dieses AHA-Peeling. Das will ich auch mal ausprobieren. Hier dieses Niacinamid-Serum. Das hatte ich, das Kollagen-Serum. Das ist echt gut. Das ist mir aber gekippt. Das werde ich aber irgendwann nochmal wieder nachkaufen. Das hatte ich auch schon mal, das Vitamin-C-Serum. Aber das nehme ich im Sommer nicht so gern. Das nehme ich eher im Winter. Aber das finde ich auch gut von Balea. Die Tagescreme kenne ich nicht. Guck mal, das ist bis aufs Letzte leer gekauft hier.
scheint wohl gut zu sein. Hier von dieser Aqua-Reihe. Da habe ich auch schon viel von gehört, dass es so gut sein soll, ne? Hier diese Balea Aqua Tuchmaske. Mal gucken. Da nehme ich wahrscheinlich auch eine von mit. Was ist das hier noch? Ach so, diese Augenpads, die finde ich nicht so gut. Hier bei Nivea habe ich auch ein paar Neuheiten entdeckt. Sieht ja hübsch aus. Nivea, hatte ich eigentlich schon mal Nivea? Ich weiß gar nicht. Ich bin ja so ein Duff-Fan, ne? Rexona mag ich eigentlich auch ganz gerne. Aber die haben ja richtig viel neu hier von Nivea und von Duff. Aber ich benutze tatsächlich von Duff immer nur hier dieses Blaue. Das ist schon seit Jahren mein Lieblingsdeo. Hier von CD, Happy Day. Ist auch neu. Garnier. Garnier habe ich, glaube ich, auch bisher nur eins mal getestet. Mit Magnesium Ultra Dry ist auch neu. Das mag ich mega gerne hier von Adidas. Das natürlich nicht, sondern das. Das von Balea, das habe ich aber auch. Das riecht richtig gut, das kann ich euch empfehlen. Das riecht aber eher ja, wie so ein Parfüm. Deswegen steht ja auch Parfüm-Deodorant. Das habe ich auch, das sieht auch mega hübsch aus. Das riecht auch richtig gut. Ah, wie geil, hier für diese Buttermilk-Lemon-Fußsocken gefunden. Die finde ich ja so süß. Die finde ich richtig gut. Also Fußpflege im Sommer finde ich auch immer mega wichtig. Haben die auch so viele Sachen. Kenne ich gar nicht hier. Das mit Peach und so. Fuß- und Beinparfüm. 1,95. Fußbadekristalle von Kneipp. Also Kneipp ist auch richtig gut. Also ich liebe Kneipp. Dann haben wir hier Fußcreme. Die Urea-Fußcreme finde ich sowieso immer gut von Balea. Alles mit Urea. Liebe ich ja. Guck mal, hier gibt es auch Fußcreme. Set Your Mind Free. Auch neu. 1,25. Stelle ich mir auch ganz schön vor. Das riecht ja auch gut, ne? Dann haben wir so ein Bodyparfüm. Ne, Bodylotion. Und nebenan ist das Bodyparfüm. Auch alles neu. Ach, guck mal hier, das ist die komplette Reihe als Bodylotion. Das, was ich auch als Deo habe, ist ja cool. Weil das riecht richtig gut. Das muss ich auch nochmal austesten. Ja, Parfüm-Bodylotion. Also das Lila riecht richtig gut. Und hier sogar mit 5% Niacinamiden. Auch neu, 3,95. Was haben wir hier noch? Peeling mit 5% AHA. Hier Schimmeröl. Aber das ist alles neu hier. Das ist so eine Ölreihe. Selbstbräunungsmus. Ah, da würde ich das aber nicht nehmen, weil da habe ich jetzt ein anderes. Schimmerlotion. Schimmerspray, damit habe ich nicht so gute Erfahrungen. Aber richtig schöne Sachen haben die hier für den Sommer. Oh, jetzt sind wir hier bei Essence. Die haben ja so viele neue Nagellacke, also so viele Farben. Finde ich richtig schön, diese Farben. Aber ihr wisst ja, ich und Nagellack sind keine Freunde, deswegen filme ich euch das einfach nur mal ab. Ich habe da ja jetzt meinen LED-Nagellack. Aber so schön die Farben hier in dem Flieder und hier in diesem Nude. 1, 2, 3, in diesem Nude-Ton. Richtig schön. Hier ist dieser schnell trocknende. Ah, guck mal, hier sind die ganzen Selbstbräuner. Ich bin ja totaler Fan von St. Moritz, von diesem Selbstbräuner. Auch der soll richtig gut sein, also dieses Mousse. Das habe ich tatsächlich noch nicht benutzt. Ich habe ja, wie ihr in dem Video gesehen habt, den hier getestet. Das ist dieses Gesichtsspray, also dieses Gesichtsbräunungsspray. Und ja, ich finde das mega. Guck mal, von Balea gibt es jetzt auch so ein Selbstbräunungsmousse für 3,95. Das teste ich aber nicht. Das ist neu, hier so ein Primer, so ein Vorbereitungsprimer von St. Moritz. Aber ja, das würde ich mir jetzt auch nicht unbedingt kaufen. Hier jede Menge Sonnenmilch. Schutzfaktor 50. Oh, hier ist auch was Neues, 1,45. So ein Gesichtswasserspray. Ich liebe das ja im Sommer. Oh, mit Acai und Limette. Ich liebe Limettenduft. Also Wasserspray ist für mich echt im Sommer ein Muss. Ah, schaut mal, was ich hier von Bioteam Neues entdeckt habe. Badetraum Sternenstaub für 4,95 und Badebomben Sommerfestival. Wie cool ist das denn bitte? Richtig schön. Ich liebe das ja. Ich liebe das ja auch im Sommer zu baden. Oh, guck mal hier, diese ganzen Badezusätze. Also da könnte ich mich auch echt tot kaufen. Ich weiß nicht, ich habe das schon immer geliebt zu baden. Und Balea hat ja auch so tolle Sachen, ne? Also Kneipp ist auch richtig schön.
Und ja, Dresdner Essenz. Diese Kügelchen habe ich früher geliebt. Was ist das denn hier? Sprudelbadetabs. Die kenne ich auch noch nicht. Also diese Kügelchen, die habe ich, wie gesagt, früher geliebt. Ich wollte die immer essen, weil die immer so schön ausgesehen haben. Aber ich glaube, das habe ich letztes Mal schon erzählt, ne? Wie gesagt, von Kneipp bin ich auch ein Mega-Fan. Da liebe ich ja die Reihe Melisse. Das ist immer so, also ja, das ist so ein richtig schön entspannter Duft. Und es gibt so verschiedene Melisse-Gerüche, aber ich mag nur diesen Melisse-Geruch von Kneipp irgendwie. Ja, guck mal, wie viel es hier gibt, auch von Dresdner Essenz. Das sieht auch voll schön aus. Zuversicht, Badesalz. Jetzt sind wir hier bei den Duschgelen. Hier habe ich was Neues entdeckt. So ein Duschgel mit Teebaumöl. Okay. Also ich mag den Geruch jetzt von Teebaumöl nicht. Diese möchte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Das ist so ein Thailand-Peeling. Und das rechte hier auch, dieses rosane von Urinik oder so. Das möchte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Habe ich schon öfters mal gesehen in Videos auch, dass das gut sein soll. Das muss ich auf jeden Fall mal testen. Genauso wie Alverde schon wieder. Was haben wir hier? Ja, Nivea hat wie gesagt auch ziemlich viel Neues. Oh, da sehe ich schon wieder eine Limette. Das ist jetzt nicht neu. Die Reihe davon habe ich, das Haarshampoo. Das finde ich ja echt gut. Also muss ich wirklich sagen, ich glaube, ich habe Avocado davon. Das Softöl-Duschgel soll gut sein. Aber ich, wieso steht denn da bitte neu? Das ist gar nicht neu. Das gibt es schon vor lange, das Duschgel, Duschöl. Das mag ich voll gerne, aber das stinkt halt ein bisschen. Aber wieso steht da neu? Pink Blossom. Hier, das ist, glaube ich, Achso, ich dachte, das wäre auch neu. Das ist von Far Divine. Jetzt sind wir hier bei Balea angekommen, bei den Sommerduschgelen. Da haben die auch jede Menge neu. Das ist, haben wir hier ziemlich tropisch gehalten irgendwie. Alle für 65 Cent. Ich filme euch mal hier diese ganzen Neuheiten ab. Das ist aber auf jeden Fall keine Neuheit. Die habe ich nämlich auch zu Hause. Dieses Buttermilk Lemon Duschgel, das riecht richtig gut. Ich liebe das. Das riecht so nach Sahnebonbon. So nach Zitrone-Sahnebonbon. Das ist noch so ein Sensitiv-Duschgel. Aber wie gesagt, ich bin da absoluter Fan von diesem Limetten-Ding. Schau mal, was ich entdeckt habe. Honigreiswaffeln. Die habe ich auch noch nie gesehen. Und hier einfach mit Dinkel. Diese Frischeiwaffeln. Das hier alles Bio. Oh, ich liebe diese hier. Die kaufe ich mir auch immer zu gerne. Diese Schokoreiswaffeln. Mag ich einfach zu gerne. Ich bin hier ganz selten, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil dann hole ich mir einfach immer nur diese Reiswaffeln da raus. Guck, das ist auch neu. 2,85. Hier so ein Asia Cracker Mix Bio. Oh, die liebe ich ja, ne? Also die nicht, die kenne ich ja gar nicht. Aber die habe ich mir sonst immer mitgenommen. Die Knabbertiere, die habe ich mal hier mitgenommen. Die finde ich schmecken nicht so. Aber diese Mini-Dinkel-Schoko-Kekse, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Hups. Was haben wir hier noch? Ja, das sind, glaube ich, diese veganen Kekse. Hier auch so ein nachgemachtes vom Doppelkeks. Oh, in dem Gang bin ich auch gerne. Hier diesen Dusch-Peeling-Handschuh, den habe ich auch. Der ist gut. Oh, wie süß ist das denn bitte? Ich habe das allerdings als Kätzchen. So ein Mikrofaser-Reinigungs-Abschminktuch, keine Ahnung. Ja, hier haben wir noch so ein Massageball. Oh, das brauche ich jetzt nicht. Sag mal, benutzt ihr solche Mikrofaser-Abschminktücher? Ich habe das noch nie benutzt irgendwie. Jetzt wollte ich euch was zeigen, was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Das sind Silicea-Kapseln oder alles sowas mit Silizium, Kieselerde, Biotin und Zink. Das ist immer alles gut für Haut und Haare. Das Beauty-Kollagen, das hatte ich auch. Das hat jetzt nicht so viel gebracht, aber ich nehme immer gerne das Biotin oder halt diese Kieselerde. Beta-Carotin, also dieses Carotin, das nehme ich auch, aber das nehme ich immer nur im Sommer. Das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Das finde ich eigentlich ganz gut soweit. Jetzt zeige ich euch mal den absoluten Hammer, den ich gefunden habe. Für 2,65 einfach. Schaut euch mal dieses süße Klopapier an von Sanft und Sicher. Ich finde, Sanft und Sicher hat aber so süßes Klopapier. Oder auch Taschentücher. Ich finde das voll hübsch, oder nicht? Und das ist voll günstig, das Toilettenpapier, muss ich sagen. Das ist eine Limited Edition. Ah, hier sind wir wieder bei meinen Allzweck-Feuchttüchern mit Melone. Die nehme ich jedes Mal mit, obwohl die eigentlich immer so einen Schlier hinterlassen. Ich weiß auch nicht, wieso ich die jedes Mal mitnehme. Ich finde, ich liebe den Duft einfach. Ich
liebe diesen. Die habe ich noch nicht verwendet. Also nicht verwendet, ausprobiert. Mit Limette und Basilikumduft. Also das klingt auf jeden Fall spannend. Ich liebe ja Limette, zum tausendsten Mal gesagt. Hier habe ich noch einen Aufsteller entdeckt mit Badelatschen für Männer. Also Flipflops im Sommer. Hier alles für Männer. Dann gibt es auf der anderen Seite auch noch was für Frauen. Ich filme euch das mal ein bisschen langsamer hier ab, damit ihr mal ein bisschen in Ruhe gucken könnt, falls euch da was gefällt. Ja, ich finde die hier ganz niedlich. Die finde ich ganz süß für 3,95. Auch in rosa finde ich die schick. Hier mit Bast. Ist doch Bast, oder? Ja, finde ich eigentlich ganz süß, die Flipflops. Haben wir hier unten noch? Ja, die finde ich jetzt nicht so. Ich weiß nicht warum, aber ich muss hier auch immer gucken bei diesen kleinen Mini-Größen, wisst ihr? Wo man halt für viel Geld eine kleine Menge erhält. Aber das sind ja halt diese Reisegrößen zum Mitnehmen, ne? Guck mal hier, diese Balea Urea Handcreme, 55 Cent. Ja, nee, ist klar. Aber, ne, guck mal, wenn man zum Beispiel Sonnencreme braucht, nur, was weiß ich, wenn man mal einen kurzen Auszug macht oder wenn man weiß, man fährt, ne? Die ganze Sonnencreme schmeiß ich immer weg sonst. Oder auch so ein Spray. Ich finde das total genial, wenn man dann nur so eine kleine Größe kauft. Als wenn man so viel kauft und man schmeißt es dann immer weg, wie gesagt. Also ich kaufe da immer ganz gerne was ein. Guck mal hier auch diese Kinderkaufmannscreme. Die ist richtig gut bei Neurodermitis oder bei meinem Geknibbel. 95 Cent. So wie Penaten, 1,95 finde ich auch richtig gut. Ja, es sind halt diese typischen Kindersachen. Die sind ja süß. Wenn man ein kleines Mädchen hat, würde ich das auf jeden Fall für, und das wird zum Schwimmen gehen, dann nehme ich immer nie so ein ganzes Deo, sag schon, Duschgel mit. Oder von Got2b, Hitzeschutz. Oder hier, das ist auch richtig gut von Gliscor, diese Total Repair Sprühkur. Finde ich mega genial. Langhaar-Mädchen haben die hier auch. Was haben wir noch? Balea Aqua Wasser für, ja gut, da würde ich mir allerdings, glaube ich, lieber das Große mitnehmen. Hier unten. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Das soll so gut sein. Ich glaube, da muss ich mir auch mal so eine kleine Größe von mitnehmen. Einfach nur mal, um zu testen. Weil was soll man immer mit so großen Größen? Reiner Tube muss natürlich immer mit auf jeder Reise. Hatte ich damals schon als kleines Kind. Schaut mal, hier von Denkmit habe ich so ein Waschmittel gefunden. Das ist auch eine Limited Edition. So ein Vollwaschmittel. Summer Rain. Ich habe allerdings jetzt gerade was anderes, was ich am Testen bin. Deswegen... Das ist für mich jetzt nicht so interessant. Hier gibt es noch eins, so ein Colorwaschmittel, Tropical Garden. Aber wie gesagt, ich teste momentan was komplett anderes. Obwohl, das würde ich auch noch interessant finden. Ultra Sensitive, weil mein Sohn ja Neurodermitis hat. Einmal muss ich noch zum Schluss hier die Kerzen abfilmen. Ich liebe ja solche Kerzen. Also ich finde Profissimo so als Marke eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Ich habe hier auch so eine witzige Kerze gefunden. Guck mal, hier so eine Nopsi-Kerze mit solchen Bobseln für 3,25. Finde ich voll lustig irgendwie. Ja, wie gesagt, also Profissimo finde ich gar nicht mal so verkehrt. Hier haben wir so sommerliche Servietten von Profissimo. Hier mit so Tieren drauf. Hier sind nochmal mit so Blumen drauf. Aber Servietten habe ich en masse. Also da muss ich jetzt nichts mitnehmen. Das wollte ich euch einfach nur mal zeigen. Für euch ein bisschen abfilmen. Ist auch süß, ne? Schön, dass du da bist, die Servietten. Oh mein Gott, die Kerzen finde ich richtig schön. Ich finde die so schön. Also ich habe zwar solche Kerzenständer nicht mehr, weil ich immer dachte, das ist out und das hatte man früher, aber ich finde, das sieht richtig schick aus mit diesem, auch das unten Rosé und oben Weiß. Gibt es auch als Teelichter, als große Teelichter. Finde ich richtig, richtig schön. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt auch langsam auf den Rückweg und jetzt geht es ab nach Hause. So, da sind wir wieder zu Hause. Ich habe recht erfolgreich geshoppt, also richtig coole Sachen wieder mitgenommen. Falls euch interessiert, was ich geshoppt habe, dann schaltet auf jeden Fall Sonntag ein. Da kommt der DM-Haul zu online. Und ja, ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Also wenn ihr weiterhin solche Live-Hauls sehen möchtet, was weiß ich, DM, Rossmann, Action, wie auch immer, dass wir zusammen einkaufen, dass ich euch ein bisschen was abfilme, was es da so für Neuheiten gibt. Genau, und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Folgt mir auf Instagram und ich würde sagen, wir sehen uns am Sonntag hoffentlich wieder zum DM-Haul. Bis dann, tschüss!